Meine sehr verehrten Damen und Herren, es geht heiß her in der Deutschrap-Szene. Wir haben wieder Beef der allerfetzigsten Sorte, der allerhärtesten Sorte. Es ist sehr, sehr brisant. Und die Rede ist natürlich von Farid Bang versus Bösemann. Wir haben das natürlich alle mitbekommen, dass Farid Bang sich nach langer Zeit dazu entschieden hat, mal dort ordentlich aufzuräumen und mal so richtig auf den Tresen zu hauen, die Eier auf den Tresen zu legen, wie Cynic sagen würde. Und deswegen gab es den Track Technisches K.O., der ja wirklich auch immens positiv angekommen ist in der Deutschrap-Szene. Und es war natürlich klar danach, dass das nicht das letzte Wort ist, was gesprochen wird. Denn nicht nur Farid hat gesagt, dass er da natürlich noch weitermachen möchte, sondern auch die Gegenfraktion war natürlich erwartbar, dass die sich äußert. Ne? Wir haben auf jeden Fall von Farid Bang heute nochmal eine interessante Story bekommen, die ich gerne mit euch mal kurz abchecken wollen würde. Und dann quatschen wir da natürlich auch ein bisschen drüber. So, meine lieben Freunde, wie geht's euch? Das geht an den größten Hurensohn in Deutschland, beziehungsweise auch mein Sohn, wo ich den seine Mutter gefickt habe, der Bastard. Der Hurensohn, ne? Du kleiner Hurensohn. Vor 2 Wochen, ne? Also erstmal direkt Sprachnachrichten, Flashbacks an Jigsaw, ne? Das erinnert einen direkt daran, an die legendäre Sprachnachricht, die Farid dem Jiggy Jack Johnson mal geschickt hat, ne? Du HS, du Internet-Rambo, ich komm hier einmal vors Gesicht, ich schlag dir dein ganzes Gebiss ein und alles, ne? Also das hat schon die gleichen Vibes hier auf jeden Fall. Vor 2 Wochen, ne? Ey, wenn Twitch nicht so family-friendly wäre, hätte ich hier mindestens 8 Alerts mir rausgenommen, ja? Und hätte ja die ganzen Alerts nur noch mit Farid Voice, Alter. Hast du die Leute anrufen lassen, ne? Sag dem Farid, wenn er mir 20.000 Euro gibt, ich mache keine Videos mehr, ne? Du Hurensohn. Jetzt habe ich 20.000 Euro durch dich verdient. Wie ich deine Mutter gefickt habe, du Bastard. Du Fotzensohn, ne? Jetzt bist du ruhig, ne? Wie ein Hund, du Hurensohn. Wie ein Hund sitzt du da. Im Internet, auf Koks, du Nuttensohn. Hä? Hab ich deine Mutter gefickt. Du Bastard. Du Sohn einer Hurentochter. Ich werde dein Leben ruinieren, du Hurensohn. Das war noch nicht alles. Warte ab, was auf dich zukommt. Auf dich und jeder der Hurensohn, der mit dir ist. Ich werde deine Mutter ficken. Du wirst das bereut haben, meinen Namen in den Mund zu nehmen, du Hurensohn. Junge. Ja, auf jeden Fall auch Härtegrad, wie beim Diss-Track, eine 10 von 10. Natürlich, ja, klar, wir lieben das alle bei Farid, wenn er so hart schießt und wenn er so hart beleidigend ist und alles drum und dran. Es ist natürlich auch Entertainment für uns, ne, die harte Diss-Tracks und Beef und so weiter mögen. Bei allem Entertainment droppt Farid hier ein wichtiges Detail. Ein wichtiges Detail, was auch meiner Meinung nach fast schon ein bisschen, ja, was man fast schon ein bisschen übersehen könnte. Er sagt hier, Bösemann hat von Farid Bang versucht, 20.000 Euro zu erpressen und hat gesagt, okay, wenn du mir das Geld gibst, dann höre ich auf, Videos zu machen gegen dich. Da muss ich dazu sagen, mir wird ja auch immer allerhand Zeug zugesteckt, ja, so an Infos. Nicht alles ist natürlich vertraulich, ne, beziehungsweise nicht alles ist immer vertrauenswürdig, nicht alles kann man direkt auch für bare Münze nehmen, ja, aber vor ein paar Tagen habe ich diese Info auch schon gelesen, ja, wurde mir zugetragen und auch gestern, die Story ist ja von heute hier, ne, also ein Tag vor dieser Story wurde mir das auch so zugetragen und vor allen Dingen, was wichtig ist, auch diese 20.000 standen in der Info, sage ich mal, ne. Deswegen bin ich hier erstmal ganz, ganz hellhörig geworden, weil Farid natürlich auch vorher noch nie so wirklich auch bis auf den Song jetzt, ne, auf diese Sache eingegangen ist, ne. Und dann droppt er jetzt hier diese Story, die natürlich nur dazu da ist, Bösemann maximal zu beleidigen, aber eine Sache ist dann doch nochmal eine Info für die Öffentlichkeit, und zwar, dass Bösemann den Farid Bang erpressen wollte für 20.000 Euro. Jetzt denkt euch erstmal, 20.000 Euro ist eigentlich nicht viel Geld, ja, wie kommt der auf 20.000 Euro? Das ist ja für Rapper, ja, und vor allem für Farid Aka, den reichsten Rapper der Welt, Peanuts, ne? Aber ja, ich meine, ey Leute, ihr könnt euch ja denken, wie das dann ablaufen würde, ja, mal angenommen, ja, wie gesagt, das ist jetzt alles so und
Farid hätte nachgegeben, hätte ihm 20.000 gegeben, wäre er dann in einem Monat wäre wieder angekommen und hätte diesmal 30 gewollt. Und dann immer so weiter und immer so weiter, ja, bis er dann so eine Art wiederkehrenden Zahlungseingang bekommt, um einfach die Klappe zu halten, ja. Deswegen natürlich klar, dass man auf so eine Erpressung nicht eingeht. Das Ding ist, Bösemann hat eine Antwort gedroppt. Das gucken wir uns gleich an, weil ich natürlich auch immer versuche, auch wenn es sehr, sehr schwer ist, ja, immer möglichst neutral zu sein, beide Parteien mir anzuhören. Farid H., deine arme Mutter hat dich undankbaren Balg mit ihrem Dirnenlohn ernährt. Auch ein komischer Titel hier, aber wie gesagt, wir gucken uns das natürlich an. Und sollte das so sein, dass Bösemann in diesem Video nicht sagt, ich schwöre auf alles, was mir heilig ist, ich habe den nicht erpresst, dann war es das für mich. Dann ist hier für mich auch meine Sympathie zu Ende, ja, für den Bösemann, den ich, wie ihr alle wisst, ja, wirklich entertainend, lustig fand. Er hat auch gute Videos gedroppt, wo auch teilweise gute Sachen auch gesagt hat. Man hatte Sympathien. Aber das zeigt für mich persönlich, wie gesagt, wir schauen erstmal das Video an. Vielleicht ist es ja so, dass er sagt, nee, würde ich niemals machen. Das zeigt für mich persönlich einfach, dass er keine noblen Absichten hat. Denn das hat nichts mit Kinderschutz zu tun, wenn du jemanden vorwirfst, Handlanger eines Pedo-Rings zu sein, aber das verschweigen willst, wenn du Cash bekommst. Das hat nichts mit Kinderschutz zu tun. Das hat was mit eigennützigen, egoistischen und im höchsten Maße fragwürdigen und unmoralischen Motiven zu tun. Und nicht mit dem Motiv, oh, die Kinder. Nee, nicht oh, die Kinder, sondern oh, das Bankkonto ist dann hier eher im Fokus. Und ich finde es sehr, sehr schön, dass ich jetzt auch offen mit euch reden kann, denn, ja, ich bin wirklich Vater, nicht als Diss oder sowas, ja. Sondern ich habe euch vor wenigen Tagen endlich erzählt, dass ich wirklich Vater bin und viele Aussagen aus der Vergangenheit, gerade im letzten Jahr mit dem ein oder anderen komischen Thema, sollten jetzt noch mehr verständlich sein von meiner Seite, ja, jetzt im Nachhinein so aus eurer Sicht. Okay. Und klar, mir liegt Kinderschutz sehr, sehr am Herzen. Kinder sind sehr zerbrechlich, das sind Schutzbefohlene. Und sich an denen zu vergehen oder die irgendwie zu sexualisieren in irgendeiner Art und Weise, ist für mich ein No-Go. Und da gibt es keine Diskussion auch für mich. Das ist dann, da mache ich einen Cut. Das geht nicht. Ja. Und jeder Vater und auch viele Leute, die keine Väter sind oder Mütter sind, wird das nachvollziehen können. Ja. Aber was für mich fast schon genauso schlimm ist, ist, wenn man diesen Kinderschutz ausnutzt und vor allen Dingen auch mit der Emotionalität seiner Zuschauer spielt, nur um sich zu bereichern, auf Kosten eines anderen, erfolgreicheren Rappers. Das ist für mich auch im höchsten Maße assi. Und auch mit so einem Verhalten gehe ich nicht d'accord. Feiere ich nicht. Das spricht gegen meine Werte. Mal angenommen, das stimmt alles, was Farid vorgeworfen wird, okay? Mal angenommen, diese Informationen liegen einem Mann vor. Und dieser Mann entscheidet sich, okay, ich bringe das an die Öffentlichkeit, aber wenn du mir Geld gibst, höre ich damit auf. Was ist denn das? Im Endeffekt ist das Schweigegeld, was man annimmt, wie gesagt, mal angenommen, das stimmt alles, ja. Man nimmt Schweigegeld an, um einen möglichen Hero zu decken. Das geht nicht. Das geht nicht, Digga. Dass wir überhaupt so viel auch über Kinder und alles jetzt so reden in letzter Zeit, ja. Und nicht aus schönen Gründen, ja. Nicht aus löblichen Gründen, nicht aus Gründen, wo man sagt, okay, das ist etwas Tolles, ja, so schön, dass der und der hat ein Kind und da gibt es schöne Nachrichten und dies, das, ne. Das ist mir auch zuwider, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es ja in meinem aktuellen Video auf dem Hauptkanal gesagt, lasst die Kinder von fremden Männern in Ruhe. Dass hier so Kinder als HS bezeichnet werden und alles, Dicker, wo kommen wir hin? Wo kommen wir hin, Alter? Ich habe dieses Thema mit den Vorwürfen, die im Raum stehen, versucht, so neutral wie möglich einmal hier abzuhandeln. Ja gut, was heißt so neutral wie möglich? Ich habe mir am Anfang direkt ein Banger-Shirt angezogen, weil ihr wisst, ich kann den Cupcakes auf den Tod nicht ausstehen. Und der ist mir im höchsten Maße suspekt. Der ist mir im höchsten Maße suspekt. Aber trotzdem, ich habe es einmal gemacht. Jetzt hören wir uns das Bösemann-Ding an. Wenn der da nicht klipp und klar sagt, nein, ich habe Farid Bang nicht erpresst, ich schwöre auf alles, was mir heilig ist, ist das Thema für mich auch erledigt an der Stelle. Und dann ist es auch so, dass man vielleicht auch mal überlegen sollte, okay, man hat jetzt Vorwürfen, die im Raum stehen, eine Art Vertrauensvorschuss gegeben, ja, vielleicht sollte man jetzt auch mal einem Farid glauben, wenn er das in seinem Song alles dementiert. Denn wenn man genau hinhört in dem Song, habe ich ja auch in meiner Reaction gesagt, er nimmt zu allen Sachen Stellung. Er macht das nicht in einem Talk-Video, setzt sich da nicht hin und so weiter. Das wäre auch irgendwo nicht Farid.
wenn er nicht alle zwei, drei Sekunden dazwischen nochmal einen Hurensohn droppen würde oder so, das wäre nicht authentisch. Aber er nimmt schon zu allen Sachen Stellung. Und jetzt ist Aussage gegen Aussage. Das Einzige, wo ich mitgegangen bin, ja, was man ihm vorgeworfen hat von der Gegenseite, ist, dass er so komplett schweigt über die ganzen Monate. Dass das ein bisschen sus ist. Aber jetzt hat er sich geäußert. Jetzt ist Aussage gegen Aussage und es zählt immer noch im Zweifel für den Angeklagten. Und kommt mir jetzt hier nicht mit dieser Sinanji-Thematik. Hier gibt es kein 11-Minuten-Video, okay? Also ist hier für mich persönlich auch diese Verbindung zwischen diesem Eckhard Schmitz und Farid Bang, die ist, wie ich auch schon gesagt habe, als wir das einmal hier gemacht haben, die ist für mich nicht gegeben. Die ist für mich einfach nicht gegeben, okay? Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es für mich keinen Clip und klaren Beweis, dass das hier stimmt, was ihm vorgeworfen wird, okay? Ich wollte es eigentlich das eine Mal nur machen, allumfassend, und dann Schluss, ja. Aber jetzt ist es ja natürlich auf eine musikalische Ebene gezogen worden, die natürlich auch für uns interessant ist jetzt, weil es gab ja dann richtig fetten Diss-Track. Wir hören uns jetzt das Bösemann-Video an. Wie gesagt, wenn er da nicht sagt, ey, ich habe den nicht erpresst oder sowas, dann hat Bösemann für mich persönlich hier alle seine Sympathiepunkte verspielt, weil es nicht darum geht, hier für den Kinderschutz einzustehen, sondern sich an Farid Bang zu bereichern. Und das ist etwas, was ich persönlich natürlich nicht unterstützen kann und auch nicht befürworten kann und wo ich mich ganz klar gegen aussprechen möchte. So, dann hören wir mal rein hier. Was geht, Ladies and Gentlemen, für die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Bösemann. Woher weißt du, dass Farid erpresst wurde? Farid Bang hat es in seiner Story gesagt und es wurde mir davor auch schon gesagt von Leuten, die mir schon mal Informationen gesteckt haben, die durchaus auch glaubwürdig waren. Ladies and Gentlemen, für die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Bösemann und ich bin der meistgehasste und meistgefürchtete Rapper in Deutschland. Warum der meistgehasste? Weil ich gefürchtet bin. Und Menschen, die man fürchtet, die hasst man irgendwie. Deswegen. Weil derjenige, der sich mir sozusagen in den Weg stellt, der ist fertig. Also da ist dann Da ist so ein Ausschaltmechanismus, den ich betätige. Und dann ist dieser Mensch einfach Knockout, wenn man das sagen will. So, wenn man das so sagen kann. So. Man muss jetzt hier dazu sagen, in den letzten Tagen, so die Ereignisse, die überschlagen sich. Die haben sich überschlagen. Na? Ich mache mal 1,25, okay? Ich hoffe, ihr könnt noch folgen. Und ja, eigentlich nichts Neues. Eigentlich ist es ja nichts Neues. Nur hat diese Wellen, diese Überschlagungsgeschichte ja eine neue Ebene angenommen. So, ne? Ja, also ich bin ja 2,5 Jahre hier rein und in die Deutschrap-Szene sozusagen eingelaufen. Und tatsächlich ist es so, dass ich für den meisten, ja eigentlich den meisten Content gebracht habe von allen. Ne? Also, und wie... Reagierst du auf Cashmo Statements zu Jay-Z? Es geht nicht lang. Was? Würde mir das gefallen? Werde ich das lustig finden? Vielleicht brauchen wir das nach diesem Thema zur Auflockerung. Wie gesagt, deswegen wundert mich das ja nicht, dass jetzt wieder hier so eine Überschlagung der Ereignisse stattgefunden hat, weil das ja eigentlich, wie gesagt, nichts Neues ist. Ne? Wie gesagt, das ist halt eine neue Ebene, aber Hauptgesprächsthema bin halt ich. So. Und dank mir, muss man sagen, mir zum Dank... Ja, wenn es ein neues Fahrzeug gibt, können wir auch gleich reingucken. Ich will jetzt erstmal wissen, ob der was dazu sagt, zu diesen Erpresservorwürfen. Verpflichtet ist auch mein Gegenüber, mein Kontrahent, der Farid Bang. Tatsächlich hat der Farid Bang, der Farid Bang, ne, der krasse Banger, der hat jetzt tatsächlich grünes Licht bekommen, ne, okay? Hat grünes Licht bekommen, drauf zu gehen. So. Er hat grünes Licht bekommen, drauf zu gehen. Von wem denn jetzt? Also das soll jetzt hier so die Unterstellung sein. Farid Bang wollte eigentlich die ganze Zeit schon was sagen, aber seine Herrchen haben ihn nicht gelassen oder was? Was will er jetzt hier sagen? Wer sagt da noch, von wem er grünes Licht bekommen hat? Oh. Ja, lass mal weiter gucken. Und ne, seine Fanboys danken es ihm natürlich, aber eigentlich habt ihr mir zu danken, ihr Farid-Fanboys, weil ich habe euch euren Farid sozusagen jetzt serviert, ja, wieder sozusagen eigentlich wieder zurückgeholt. Ja. Das hat er, das stimmt. Ah, das habt ihr mir zu verdanken. So. Der hat tatsächlich...
Ich glaube, die Performance von Farid auf dem Song hat da auch noch ein Wörtchen mitzureden, würde ich mal sagen. Aber so der Anlass, ja, safe. Hat der jetzt hier irgendwie ausgeholt, ne? Und hat gedacht, er muss jetzt hier einen Diss-Track gegen mich machen. So. Hat jetzt hier einen Diss-Track gegen mich machen müssen. Kein Problem. Meine Antwort wird natürlich kommen. Und jeder, der Bösemann kennt, weiß auch, dass Bösemann für immer für eine Überraschung gut ist. Und wart mal ab. So. Also ein Diss-Track bedeutet für mich, also mit Musik einen Angriff zu starten, weil er hat mich jetzt angegriffen mit Musik. Sini Mili, danke für deinen Subgift. Das heißt für mich, eine Musik auf die musikalische Ebene zu gehen. Also bei aller Liebe, also es gibt natürlich schon einige Songs von Bösemann und somit konnten wir uns natürlich auch schon davon überzeugen, was da so rap-technisch geht und bei aller Liebe, ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da etwas kommt, was den Diss-Track von Farid da irgendwie auch nur ansatzweise erreicht. Jetzt muss ich allerdings sagen, in diesem Diss-Track, den er hier reingehauen hat, ist die ein oder andere Beleidigung oder Line dabei, die auf musikalischer Ebene nicht geklärt wird. Nein. Musikalisch ja, aber gewisse Sachen werden musikalisch werden auf eine andere Ebene geklärt. Das vorab, damit du Bescheid weißt. Und ich habe auch gesehen, das scheint ihm jetzt nicht genug zu sein. Guck mal, seit Monaten werden Farid solche Sachen von diversen Leuten, primär auch von Bösemann, vorgeworfen. Das sind sehr harte und sehr beleidigende Vorwürfe. Nicht nur, dass gesagt wird, dass Farid ein Stricherjunge war, der dann einem älteren Mann namens Eckhard Schmitz Kinder herangebracht hat, damit er sich an denen vergehen kann, sondern auch, dass seine Mutter früher anschaffen war, ja, es ist ja, guck mal, allein schon dieser Titel ist ja auch schon wieder eine Anspielung hier mit Dirnenlohn, ernährt, bla bla bla, ne? Ist doch genau, es geht doch genauso weiter. Also, wundert euch das, dass Farid dann HS sagt zu Bösemann im Song und das mehr als einmal? Und die Schraube härtegradtechnisch sehr, sehr eng anzieht? Ich glaube nicht. Geil. Ja, das sollte eigentlich keinen verwundern. Geil. Denn das Niveau wurde hier von anderen vorgegeben. Wisst ihr, was ich meine? Jetzt muss er hier noch auf Instagram hinter seinem Handy hier Beleidigungen aussprechen oder keine Ahnung, sich wieder hier als den krassen Ficker hinstellen. Aber lass dir eins gesagt sein, mein lieber Farid. Ne? Eine Sache, die man eigentlich so, wenn es jetzt von anderen gekommen wäre, okay. Aber wenn einer wie du sagt, ich fick seine Mutter, dann muss ich erstmal lachen darüber. Ja. Weil, aus dem einfachen Grund, du der Letzte bist, der so einen Akt vollbringt. Weil für so einen Akt, für so einen Geschlechtsakt, muss man hetero sein. Das wisst du nicht, mein Freund. Also abseits der Thematiken, ja, wie gesagt, wir sind hier, wir versuchen das wieder von beiden Seiten zu beleuchten. Jetzt mal angenommen, es wäre etwas dran an dieser Nummer, dass Farid früher auf den Strich gegangen ist. Ich habe selber schon gesehen, mit was für Mädels der Banger abhängt, ja. Mit was für Chicas er sich umgibt. Also das ist nicht nur Gelaber von ihm. Ja, ich konnte das selber schon begutachten und da würde dem einen oder anderen hier das Wasser im Mund zusammenlaufen. So viel dazu. Also selbst wenn das früher mal passiert ist, ist Farid Bang sicherlich nicht vom anderen Ufer. Was auch nicht schlimm wäre. Ja, wir sind in einer fortschrittlichen Zeit. Wir leben in einer progressiven Zeit. Wo die Liebe hinfällt, sage ich dazu. Ja, aber ich glaube, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich beim Banger. Ja. Also wie gesagt, meine Antwort wird kommen und meine Antwort wird anders dreckig, anders böse. Lasst mich mal überraschen. Ne? Freut euch, denn der Papa ist zurück. Ich bin der Papa, ich bin dein Vater. Genau. Der kann ja trotzdem bi sein, aber das interessiert doch keinen. Ja, erstens das und zweitens hat er gesagt, er kann meine Mutter nicht effen.
weil er ist, und das wollte ich halt damit sagen, ne, doch, ja, ist definitiv nicht der Fall. Und, ja, guck mal, ich hab ja eigentlich noch nie irgendwas gegen die Mutter von diesem Typen gesagt. Was? Bruder, nee. Nee, das kann doch nicht dein Ernst sein. Bösemann, ich bitte dich. Ich bitte dich. Come on, Alter. Come on. Ey. Danke, Gates. Also, da fehlen einem ja die Worte, hä? Da fehlen einem ja echt die Worte. Ich krieg die absolute Krise. Sorry, nee. Da weiß ich ja nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Ihr wisst, ich bin eigentlich jemand, der... Ich rede ja hauptberuflich. Das ist ja mein Beruf. Geil. Ist ja mein Beruf, zu sprechen, ja, zu labern, Meinungen zu haben und sie kundzutun. Aber hier bin selbst ich kurz sprachlos. Ja komm, warte, dann mach mal kurz Abwechslung. Wir gehen mal kurz in die Farid-Story rein, wenn ihr die ganze Zeit schon so postet. Ich glaube, ich will refreshen, ne? Damit ich alle sehe. Also die aktuellste dann auch. Danke für die Subs hier, Leute. Ja, Dankeschön. Was machen wir jetzt? Einer beleidigt deine ganze Familie bis auf die Toten und du machst ein YouTube-Video. Ich bin dein Vater. Okay. Ich fick deine ganze Familie, deine Toten und deine Antwort ist Photoshop. Du, ich bin dein Vater. Was? Verstehe ich nicht. Was? Foto? Was? Ficke deine ganze Familie, deine Toten und deine Antwort ist Photoshop. Achso, Antwort, Story oder was? Schauen wir kurz mal. Oh mein Gott. Das ist schon ein lustiges Photoshop-Bild, ja. Erinnert an das eine Basketball-Foto von mir mit der Büffelhüfte. Ihr Wichser, ihr Ehrenlosen. Aber das ist halt das gefotoshoppte Bild. Das habe ich auch schon vorher gesehen. Das ging schon auf Twitter rum und so weiter. Und ich will euch nicht immer meine Search-History zeigen, deswegen mache ich mal ganz kurz groß. Hier ist das Original. Ja. Hat er eine Bierflasche in der Hand oder was ist das? Farid, Mensch. Das goldene Shirt ist Photoshop. Das ist das Original, Leute. Oh, ey. AI wird uns nur richtig bumsen, ja. Das ist ja einfach nur ganz normal Photoshop. Jetzt AI mit gefälschten Telefonaten und so weiter. Das wird nur richtig abgehen, Digga. Das sieht richtig lieb aus, ja, Safe. Ist ja. Ist er ja auch eigentlich. Ja, das braune Shirt ist Photoshop. Ja, echt mal, Farid, ne? Jetzt zeig doch mal, dass das nicht das... Vielleicht ist das Andrea das Original und per Photoshop wurde ihm hier so eine Kneipenschläger-Frisur über die blondierten Haare gelegt, ja. Der Lippenstift wurde ihm abgeschminkt. Die Bierflasche. Ja, guck mal, wie auffällig ist das denn? Ja, ist ja klar, dass das Photoshop ist hier. Als ob Farid Bang hier mit der Bierflasche irgendwo hockt. Ja, crazy. Das ist Malzbier. Nein, das ist eindeutig Oettinger Export. Sehe ich hier. Ein Kenner erkennt das. Crazy. Okay, so. Also, wo waren wir denn hier stehen geblieben? Ach so, Bösemann sagt, er hat ja nie was gegen seine Mutter gesagt hier von Farid, ne? Oder hab seine Mutter beleidigt. Das mache ich prinzipiell nicht. Vor allem nicht mit Huren. Ja? Weil ich weiß, wie diese, ja, die Frauen hier ihr Geld verdienen. Okay? Und das ist ja nicht meine Erfindung. Also die Mutter von dem Farid ist ja bekannt dafür, dass sie am Düsseldorfer Bahnhofsviertel ihre Brötchen verdient hat. Was jetzt, ja? Aber dass dann ihr der Sohn von der oder keine Ahnung, vielleicht. Angenommen, ja, wie gesagt, komplett neutral. Angenommen, das stimmt über Farids Mama, okay? Ist es dann so, dass Bösemann das erwähnt und das liegt und das sozusagen öffentlichkeitswirksam hinaus posaunt, um ihm Props dafür zu geben, dass seine Ma das gemacht hat? Oder ist das eher als Front zu verstehen? Ja? Also kann mir doch keiner erzählen, dass hier nie etwas gegen Farids Mutter gesagt wurde und deswegen ist das so voll unberechtigt, dass Farid auf die Mütter seiner Gegner geht. Ganz neutral, faktisch, ja. Ob ihr jetzt Team Bösemann seid, Team Farid oder Team Neutral, ist egal. Aber das ist doch einfach, neutral gesehen, faktisch ein Front. Wenn du über deinen Gegner herausfindest, angenommen es stimmt, dass seine Mutter früher anschaffen war, ist das ein Front, das zu nehmen... Stellt euch mal vor, ein Live-Battle, ja, auf der Stage, Top-Tier. Du findest über deinen Gegner raus, dass seine Mutter früher anschaffen war. Das nimmst du ja mit rein ins Battle, weil du ihn so cool findest und weil du ihm Props dafür geben willst oder weil es ein Front ist, um ihn damit zu fronten. Da würdest du eine ganze Runde drüber machen. Also kann mir doch keiner erzählen, das ist ja so und deswegen sage ich das so. Ich hätte auch mal ein Mädchen werden sollen, ich habe keine Ahnung, was der Sache ist. Jetzt aber anfängt, hier andere Frauen als Nutte zu beleidigen und Huren und sonst irgendwas. Also, das ist schon sehr, 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 finde ich nicht okay. Finde ich nicht in Ordnung. Finde ich nicht okay, weil...
es nimmt halt auch dem Bösemann die Glaubwürdigkeit, dass er dann als Antwort auf Farid seine Story postet. Hahaha, guck mal, da bist du Party machen mit deinem Erik oder sowas. Und das ist ein gefotoshopptes Bild. Ja? Hier geht es um harte Vorwürfe, die einem das Leben zerstören können. Farid Bang hat sich über die letzten Jahre viel aufgebaut, egal was man von ihm halten mag, ob man seine Musik mag, ob man ihn als Mensch mag oder nicht. Das ist alles etwas, was ihm ruiniert werden könnte, wenn es irgendwann mal zur allgemeingültigen Wahrheit wird, dass Farid Bang für einen älteren Kinderschänder junge Jungs rangeschafft hat. Für eine Pauschale. Ne? Und darauf zu antworten mit, ha, guck mal hier, das ist ein gefotoshopptes Bild, wirkt, naja, es wirkt auch nicht irgendwie ernst. Ja, es wirkt nicht ernsthaft, als ob man sich nicht den Ernst der Lage bewusst ist, beziehungsweise man sich denkt, okay, ich mache mir einen Scherz. Wenn man versucht, empathisch durchs Leben zu gehen, das ist mir in der Vergangenheit definitiv nicht immer gelungen, ja, aber ich versuche es, sollte man sich einfach mal versuchen, in die Rolle der Leute reinzuversetzen. Danke, Gates. Stellt euch mal vor, euch wird so etwas vorgeworfen und es gibt dafür keine stichhaltigen Beweise. Wie gesagt, für mich ist die Connection zwischen Eckhard Schmitz und Farid Bang ist für mich immer noch ein komplettes, riesiges Fragezeichen. Stellt euch mal vor, wie ihr euch fühlen würdet. Das meine ich halt mit empathisch sein. Deine arme Mutter dich, Drecksack, mit ihrem Hurenlohn gefüttert hat und ernährt hat. Und dann kommst du, undankbarer Balk, jetzt daher und beleidigst andere Mütter und andere Frauen als Huren und Nutten und deren Söhne als Hurensöhne und Nuttensöhne. Ja. Meine Mutter, im Gegensatz zu deiner, wie gesagt, das ist jetzt nichts gegen deine Mutter, weil sie hat auch einen harten Weg gehabt. Ja? Das ist nichts gegen deine Mutter, das ist doch Quatsch, Digga, ja? Disclaimer, das ist nicht seine Mutter, aber so und so, ne? Meine Mutter hat aber im Gegensatz zu deiner Mutter Krieger geboren. Nochmal, um zurückzukommen auf die Beleidigungen. Also nochmal, du redest ja jetzt hier groß. Hier im Chat nicht beleidigen, ja, sonst fliegt er gleich raus hier. Auch an alle Neuzugänge, ihr seid herzlich willkommen hier. Aber Beleidigungen in Richtung Bösemann, in Richtung Farid, in Richtung mich, selbst in Richtung Roos, werden hier gnadenlos getimeoutet. Das ist hier nicht der Wilde Westen, der Chat hier. Da müsst ihr zu anderen Streamern gehen, wenn ihr euch mal richtig auslassen wollt. Hinter deinem Handy machst du Stories und keine Ahnung, was beleidigst. Also, nochmal, für diese Beleidigungen, ja, du redest auch hier groß von Kämpfen und vom Boxsport. Du stellst dich mir in den Ring. Los, Mods, ihr könnt direkt auch mal Sub-Only machen, das ist okay. Ja, ihr sollt euch heute auch mal ein bisschen ausruhen. Ja, du redest auch hier groß von Kämpfen und vom Boxsport. Du stellst dich mir in den Ring. Ist die eine Option. Ich will auch nicht mal Geld dafür, scheiß drauf. Ja? Aber ich würde dir raten, dieses Ding dann wie ein Mann auszutragen. Ach mein. Ja, also wir tun. Ich warte immer noch auf die Klarstellung, dass er den Farid nicht erpresst hat. Wir lassen jetzt mal alles weg. Also wir blenden jetzt mal alles aus. Okay? Wir blenden jetzt. Video ist halt vorbei. Alles aus. Ne? Also deine Vergangenheit. Und dann blenden wir mal alles aus. Okay? Oder deine sexuelle Orientierung blenden wir mal aus. Okay? Und sagen jetzt, bezeichne dich jetzt mal als Mann. Bezeichne dich jetzt mal als Mann. So, jetzt bist du der krasse Mann, okay, der jetzt von irgendwo vom Arsch der Welt mit Handys und keine Ahnung was hier rumbeleidigst und vom Kämpfen redest. Hey, dann kämpf doch. Weißt du, Kämpfen ist nicht im Mund. Verstehst du? Und du kannst einen Kampf auch nur verlieren, wenn du kämpfst. Das geht's ja nicht. So. Ja? Mhm. Ja. Also, wie gesagt, empfehlenswert ist es hier. Chat, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde es bisher komplett inhaltsleer. Das hätte man sich bis jetzt auch echt sparen können. Na, das Ding jetzt, so wie du sagst, musikalisch auszutragen, aber wie gesagt, für die eine oder andere Beleidigung werde ich dich zur Rechenschaft ziehen. Okay? Und wenn es jetzt nicht in einem Boxkampf ist, dann werde ich das anders machen. Okay? So. Natürlich gewaltfrei, versteht sich. So. Und noch eine Sache habe ich gesehen, und zwar wurde jetzt plötzlich, also jetzt werden plötzlich irgendwelche Sachen geleakt. Plötzlich haben die Leute irgendwelche Sachen über mich. Das geht ja jetzt tatsächlich so weit, ein bisschen langsamer, ne, dass jetzt irgendwo ein Video aufgetaucht ist, wo ich angeblich in die Höhle des Löwen rein bin, okay, und da gezittert haben soll und Angst gehabt haben soll. Vor wem denn? Ich frage mich immer, vor wem. Wenn die Leute immer sagen, mit irgendwelche, das sind ja nicht Leute, das sind irgendwelche Pisser, wenn die dann sagen so, du hast Angst. Vor wem? Vor wem, Alter? Warum soll ich denn Angst haben? So. Tatsächlich war das so, dass ich in Frankfurt mich dann auch mit dem Martin getroffen habe und so weiter und ein paar Sachen geregelt haben und geklärt haben. Und ich war dann im Rumors in dem Hotel. Da meint ihr den Martin Trompeter? War auf meiner Suite und dann ruft mich der Martin an und sagt zu mir, Schoki, nimm dir doch mal bitte 5 Minuten Zeit
Und komm mal kurz runter. Hier sind ein paar Jungs und so, die möchten dich gerne kennenlernen und auch mit dir quatschen. Und ich sag, okay, kein Problem. Ich komme gleich runter. Ich brauche eine halbe Stunde. Ja, Schoki ist so ein Albaner Slang so für Bro, ne? Oder Dude oder sowas. So habe ich das verstanden. Berichtigt mich natürlich, wenn ich da falsch liege. So, bin dann runter und tatsächlich war der Summer Jam war da. Marvin, ist Martin Trompeter nicht dieser Typ von damals? Das ist ein Samurai. Ja, genau. Richtig, ja. Das ist ein Samurai. Richtig, genau. Bin dann runter und tatsächlich war der Summer Jam war da. Der Nu 51 war da. Und auch der, wer ist der? Der von Farid Bang. Von Farid Bang, der Manager. Genau. Die haben sich dann vorgestellt. Ich habe mich da dazugesetzt. Der Martin saß mit mir am Tisch. Dieser Mo, oder was? Also der Manager da von denen. Und ich. Ne? Drumherum. Nu 51 ist auch ein Rapper, ist glaube ich auch, ich weiß nicht, ob der, ich glaube, der ist auch 81er affiliated, ne? Also auch so im Rocker-Milieu auch unterwegs. Also auch stabiler Dude, der hatte mal, war Nu 51 nicht der Dude mit dem Flair das auch, ne? Der hatte zwar einen relativ bescheidenen Titel, ich glaube, der hat den einfach nur Patrizia genannt oder sowas, aber ich glaube, der Diss war ganz nice damals. Waren ein paar Leute von denen. Nu war mal Bandidos, jetzt ist er näher, 81er, okay. Ein paar Leute von mir, ein paar Leute von Martin, aber... Nu 51 managt jetzt Yazik. Krass, krass. Das ist krass, der geht ja gerade momentan komplett durch die Decke. Spiel. Ja, eigentlich dumme Frage von mir. War das der mit dem Flair des? An sich hat ja jeder ein Flair des, richtig. Keine Rolle, waren auch normale andere Leute da, ne? So, das ist jetzt dieses Video aufgenommen. Das ganze Ding hier ist, sag ich jetzt, das war letztes Jahr irgendwann im Sommer war das. Das heißt, dieses Video ist jetzt aufgetaucht nach dem Farid-Diss. Jetzt wird das so dargestellt, ne? Hier der böse Mann, der hat voll Angst gehabt und wurde da gepackt. Ganz okay, man muss jetzt auch dazu sagen, ich weiß nicht, ob Farid das auch selber gepostet hat, aber ich habe das nur bei anderen Leuten gesehen. Dieses Video, wovon böse Mann hier redet, böse Mann in der Höhle des Löwen oder so stand da. Ne? Das ist natürlich dann auch manipulativ, wenn man jetzt ein Video vom letzten Jahr so darstellt, als ob Bösemann sich jetzt hier nach dem Diss-Track von Farid gerade machen muss und da irgendwo sitzt und kuscht oder sowas, ne? Wenn das von letzten Jahr ist und da sogar Summer und, was hat er gesagt, Mo, ne? Ich glaube Mo von Banger auch nur, wenn die da auch mit waren und die einfach da nur mal im Hotel saßen, dann hat das ja nichts damit zu tun, was jetzt gerade hier passiert. Das ist natürlich auch was Doofes, aber man muss dazu sagen, das hat Farid nicht veröffentlicht. Soweit ich das weiß, Chat. Berichtigt mich natürlich, wenn ich hier falsch liege. Kann natürlich auch nicht alles mitkriegen. Vorne dran ist der Sofian. Der ist da, der ist da. Das ist der Erste mit solchen Sachen, wenn es irgendwas gibt gegen mich irgendwie, das er verwendet. Ja, aber du hast ja auch Sofian komplett von oben bis unten beleidigt, also bei aller Liebe. Ja? Wer mich von oben bis unten beleidigt, da bin ich auch nicht... wohlgesonnen und berichte dann vielleicht auch gerne, ja, mit ja, so vom Herzen richtig herzhaft drüber, wenn derjenige dann vielleicht auch mal sein Karma bekommt oder sowas. Da braucht man sich jetzt nicht wundern, dass der Sofian da vielleicht gerne mit rauf geht, ja, wenn es mal irgendwas gibt gegen Bösemann, weil das haben wir auch abgecheckt damals. Ist ungefähr so 6 Monate, würde ich sagen, her, ne? Da war der Bösemann auch sehr, sehr ungerecht, unfair. Und eklig auch dem Sofian gegenüber. Da ist er gleich dabei. Ja, ja. Da lässt er sich nicht lumpen. Da lässt er sich nicht lumpen, der Baraba. Und jetzt wird das Ding sozusagen als den hat man gepackt und dies und das. Guck mal, ganz einfach. Ganz einfach. So, ich sage euch, worum es ging. Es ging darum, der Mo wollte mit mir reden. Es ging um Fabré. Fabré ist mein Signing. Fabré hat... hatte vorher Kontakt mit dem Farid Bang. Der Farid hat ihm ein Versprechen gemacht, hat ihn dann einfach... Also der Fabré, der jetzt bei Böses Sound auch ist, der hat bei dem... Wie hieß das denn? Instalent. Das war damals während es Corona gab, hatte Farid so einen Online-Contest gemacht, so DSDS-mäßig, ne? Auch so ein Musik-Contest. Und ist Fabré, glaube ich, auch relativ weit gekommen auch, ne? Ich glaube, der war Top 10 oder sowas. Müsste mal schauen, Instalent haben auch, das hat auch eine eigene Instagram-Seite und so weiter. Das haben die damals alles über Livestreams auf Instagram gemacht. Und da war, glaube ich, auch Bobby Van Damme damals dabei. Und Fabré hat da auf jeden Fall auch mitgemacht und hat da auf jeden Fall auch für Welle gesorgt. Die Leute fanden den cool und der kann ja auch was. Der Fabré, der kann was. Ne? Das muss man natürlich ganz ehrlich nochmal sagen hier. Das ist kein schlechter Rapper oder sowas. Sitzen lassen oder hat ihm dieses Versprechen nicht erfüllt. So, daraufhin hat der Fabré sich
rausgenommen, hier einfach den ein oder anderen Diss-Track gegen ihn zu machen. Warum auch nicht? Was ist daran jetzt verwerflich oder verboten? Ja, also darf er ja. So, und jetzt kommt der Mo daher zu mir und sagt zu mir, ja, nimm mal, also halt den ein bisschen, hab den besser im Griff. So, ne? Guck mal, ich habe erstmal niemanden im Griff. Stimmt, letztes Jahr hat Fabre ja einen Diss-Track gegen Farid rausgehauen, ne? Das muss dann da irgendwann gewesen sein. Stimmt, letzten Sommer oder so. Das wird dann so diese Zeit gewesen sein. Bei uns hat jeder seine künstlerische... Fabre ist schon ziemlich Farid Bang-esque. Ja, safe. Also man merkt auf jeden Fall, wo da die Einflüsse sind. Deswegen war er, glaube ich, auch damals sehr stolz und sehr froh darüber, dass er da bei Farid seinem Format Instalent so großen Anklang gefunden hat. Dann hat es, warum, weiß ich nicht, ja, aber es hat zwischen den beiden nicht geklappt. Und dann ist Fabre irgendwann bei Bösemann gelandet. Sich jeder künstlerisch entfalten, verstehst du, was ich meine? Das Letzte, was ich mache, ist irgendwie den sagen, mach so, mach dies, mach das, mach jenes. Okay? Und wenn der da eine Rechnung mit dem offen hat, dann soll er das auch durchziehen. Okay? Und tatsächlich gab es dann auch eine Einigung. So, wie die ausgesehen hat und wie die war, will ich jetzt erstmal so für mich behalten. So, und ich habe das Video nicht mal gesehen. Nochmal, dieses Video, das aufgetaucht ist, das hat ja Martin gesehen und er hat auch gekotzt, weil er selber mit uns am Tisch saß, oder mit mir. Okay? Und das hat ihm auch gar nicht gepasst, dass Leute das gefilmt haben. Glaube ich. Was ist denn das auch schon wieder für eine Schmutzaktion? Martin, Bösemann, Summer, Nu 51, was hat er gesagt? Mo und noch zwei, drei andere anscheinend. Die sitzen da, quatschen in irgendeinem, das sah aus wie so eine Lobby im Hotel oder sowas, ne? Oder irgendein Café oder sowas. Und irgendeiner ist dann so heimlich, ja, so aus der Hüfte am Filmen. Das mag natürlich niemand sehen von sich, ja, wenn es irgendwo geheime Aufnahmen gibt. Das ist wie Leute heimlich aufzunehmen bei Telefonaten und so weiter. Alles echt ekelhafte Schmutzaktionen. Aber leider in der Deutschrap-Szene scheinbar ganz normal. Und dass es jetzt so dargestellt wird, dass ich hier mich irgendwie gefürchtet habe oder sonst irgendwas. So, und da war der liebe Martin auch so gut und hat dann auch gemeint, so, ich möchte das klarstellen, ob das in Ordnung ist, dass er mir hier so eine kurze Videobotschaft macht, sozusagen als einen Beteiligten, der mit drin dabei war bei dieser Sache. Aber es ist auch sein Recht ist, er ist ja berechtigt dazu. Ja, ich warte auch noch auf das Ding mit der Erpressung, Aimless. Weil er da damit dabei war, weil er involviert war an diesem Tisch. Er hat ja den Tisch aufgemacht. So, und das gucken wir uns jetzt einfach mal kurz an. So. Ich muss mich leider nochmal zu Wort melden. Das ist ja der Martin Trompeter, ist auch 81er und auch Veranstalter, Manager, sowas halt. Ne? Also der hat auch mit verschiedenen Leuten zu tun in der Rap-Szene und macht da so sein Business. Was den Bässchen betrifft, ist mir wieder etwas aufgefallen, wo ihm versucht wird, etwas zu unterstellen. Und zwar wieder einmal, dass er angeblich Angst hat oder Angst hatte. Es geht um das Treffen, das hier dargestellt wurde im Rumors, was man sehen konnte jetzt wieder mal im Netz, wo er am Tisch war mit dem Mo, dem Manager vom Farid. Und zwar war ich bei dem Treffen selber dabei. Ich habe dieses Treffen auch zustande gebracht und ich kann nur sagen, dass der Bessim dort keine Angst hatte am Tisch und auch keine Angst haben brauchte. Es waren genug Leute da, von allen Parteien, auch von uns, und mal abgesehen davon sind wir zivilisierte Menschen und erwachsen, und wenn wir an einem... Also bei aller Liebe, ich meine, ich finde das cool auf jeden Fall von Martin, dass er das macht hier, ne, dass er versucht, okay, ey, ich bin hier mit keiner Partei, aber was da so gesagt wird in diesem komischen Leak da... Das stimmt nicht, das ist ein Video von letzten Sommer und nicht von gestern und der böse Mann saß da auch nicht angsterfüllt und so weiter, ja. Aber ich finde, die Prioritäten sind hier falsch gesetzt, weil es wirkt ja fast schon so, als ob dieses Video nur gemacht wurde, um da Martin Trompeter einzubinden, wie er sagt, nee, der böse Mann, der hatte keine Angst. Also böse Mann ist am wichtigsten anscheinend hier. Bei all den Vorwürfen, die so gegen ihn erhoben werden, ist es ihm am wichtigsten, dass seine Fans, seine Supporter wissen, dass er keine Angst hat. Weil er hat ja keine Angst vor niemandem. Das ist für mich nebensächlich. Ja, kann natürlich auch sein, dass der ein oder andere Höhenmensch da draußen denkt, oh, bin ich aber beruhigt, dass der böse Mann keine Angst hatte, ne? Denn weil ansonsten würde ich den nicht mehr feiern. Ne? Einen Tisch machen oder Leute an den Tisch holen, die mir zum Gefallen zu einem Gespräch kommen, da muss auch keine Angst haben. Nochmal, man kann dem Bessim alles unterstellen, ob er alles richtig macht oder falsch macht, ob man das gut findet oder wie auch immer, aber man kann mit Sicherheit nicht, oder ich bis jetzt, alles, was ich von ihm gesehen habe, kann ich ihm nicht unterstellen, dass er ein Feigling ist. Ganz einfach, das ist er nicht. Und darum geht's. Ansonsten, ich schätze beide Parteien, ich schätze auch den Mo. Wir arbeiten auch mit beiden Parteien zusammen als Veranstalter, haben mit niemandem ein Problem. Aber wenn ich etwas sehe, so, und das mir zum Gefallen wurde, dieses Treffen gemacht, und wir dann gefilmt werden von irgendwelchen Idioten im Hintergrund, die dann meinen, das Video rumzuschicken. Das geht wirklich gar nicht, Digga. Also, ey, Wahnsinn.
So was Ehrenloses, ey. Und dann, dass so manipulativ dargestellt wird, dann finde ich das schon ein bisschen traurig, weil zu so einem Gespräch zu kommen, ist auch mal eine Vertrauenssache. Aber leider in der heutigen Zeit werden direkt die Handys gezückt und fürchterlich. Aber naja, aber ich war diesmal dabei und muss das leider klarstellen. Damit beziehe ich keine Partei in den Streit, den wir jetzt haben. Wie gesagt, ich schätze den Mo auch sehr, aber eben auch den Bessie. Und muss das hier klarstellen, dass er kein Feigling war an dem Abend und auch niemand irgendwie Sorge hätte haben müssen. Okay, das war's. Deutliche Worte, deutlicher kann man es eigentlich nicht sagen oder erklären. Ne? Jeder, der Martin kennt, weiß, er ist ein gerader Typ. Das Letzte, was er macht, ist ja... Ja, der Martin, der kommt wirklich gerade unsympathisch rüber auf jeden Fall. Da habe ich auch schon einiges gesehen und natürlich auch einiges gehört, sage ich mal. Ja, wirkt auf jeden Fall stabil. Irgendeinen Scheiß erzählen oder sonst irgendwas. Und deswegen, hier, klipp und klar, so, fertig, keine Faxen. Ja. Und, Na, aber jetzt dann auch mal klipp und klar auch mal sagen, ey, hier, by the way, mit den Erpressungsvorwürfen habe ich nichts zu tun, davon distanziere ich mich. Mir geht es hier nur um die Kinder und nicht um meinen eigenen Reichtum. Also, nochmal, Farid, du krasser Banger. Weißt du, nochmal, musikalische Ebene, schön und gut, kein Problem, bin ich dabei, mache ich. Aber wie gesagt, da sind Sachen drin. Das sind die Beleidigungen, die du da so rausgehauen hast. Ne? Ich weiß ja nicht, mit wem du denkst, dass du dich beefst, aber diese zwei Möglichkeiten. Ne? Wenn du hier denkst, du bist hier jetzt der krasse Kämpfer oder was, dann stell dich mir im Kampf. Okay? Und nochmal, ich will keinen Cent dafür. Ja, also es wird sich nicht geäußert zu den Erpressungsvorwürfen von Farid, die ich, wie gesagt, auch schon jetzt von mehreren Seiten gehört habe. Auch mit der Summe. Ne? Nicht nur, dass das Erpressen da anscheinend vorhanden war, sondern auch wie viel es gewesen sind, was dort gefordert wurde. Damit hat sich die Sache auch für mich erledigt. Das ist ja mehr oder weniger ein Eingeständnis. Ja, habe ich gemacht. Und nochmal, was ich am Anfang auch schon gesagt habe, das hat für mich nichts mit Kinderschutz zu tun, was sich da so auf die Brust geschrieben wurde. Ja. Ich meine, es gibt verschiedene Parteien hier in dieser ganzen Nummer. Da gibt's ja, ich habe ja schon mal alle aufgezählt, die da jetzt irgendwie so Vorwürfe gegen Farid haben. Man kann da, denke ich mal, schon von ausgehen, dass die sich irgendwie miteinander verständigen, aber die arbeiten, glaube ich, alle auch nicht miteinander und ziehen am gleichen Strang und so weiter. Deswegen hat ja Farid Bang auch hier spezifisch auch Bösemann namentlich auch erwähnt. Bösemann, ne? Du HS, dies, das, nein, wir haben es alle gehört gerade. Du wolltest von mir 20.000, damit du aufhörst, solche Videos zu machen. Deswegen gilt dieser Vorwurf Bösemann und deswegen hat sich das hier auch für mich erledigt hier. Ne? Als Farid vorhin diese Story gepostet hat, bin ich ihm auch schon auf Instagram entfolgt, also nicht Farid, sondern Bösemann. Und das wird auch erstmal so bleiben. Bis es neue Entwicklungen gibt, ich werde hier nicht auf jede einzelne Insta-Story immer im Stream reagieren. Bitte ich euch um Verständnis, weil im Endeffekt, wenn es hier Tracks gibt, wenn es hier neue echte Entwicklungen gibt, können wir gerne drüber reden. Aber das Thema hat für mich wirklich, also spätestens jetzt hat es für mich einen ganz, ganz faden Beigeschmack. Nochmal, konnte ich es euch mitteilen. Ja, ich bin selber Vater und mir liegt Kinderschutz sehr am Herzen. Aber wenn man versucht, Kinderschutz als Deckmantel zu nehmen oder als Vorwand, um sich selber zu bereichern, um von irgendwem anders, der erfolgreich und wohlhabend ist, Geld zu erpressen, dann hat das für mich nichts mit Kinderschutz zu tun. Sondern es ist einfach eine Art, die ich persönlich in keiner Art, in keinster Art und Weise unterstützen kann und will. Das geht für mich nicht klar. Deswegen will ich dazu, auch jetzt erstmal nichts mehr im Chat lesen. Wir haben das jetzt hier, ich hoffe, so allumfassend wie möglich nochmal gemacht. Status quo jetzt ist so, wenn sich da irgendwas Neues entwickelt, neue Tracks kommen und so weiter, können wir drüber quatschen. Aber ist auch okay, ja. Du glaubst jetzt aber auch Farid sofort. Ich hab's doch gerade erzählt, Alboholics, dass ich es so, schon von mehreren Seiten gehört habe und dass es vor allen Dingen halt auch schlüssig klingt, wenn man gewisse Moves halt auch betrachtet. Ja. Wenn es dann mal ein bisschen ruhiger geworden ist, dann mal ein bisschen heftiger wieder geworden ist, dann wird da der Cupcakes noch mit in die Platzaxt geholt. Ist auch so ein sinnloses Video war an sich, ne? Ich hab ja gesagt, für mich ist das jetzt erstmal so der Status quo. Guck mal, Bösemann könnte auch einfach eine Story machen. Ja, selbst wenn er es im Video vergessen hätte. Er macht doch gerade die ganze Zeit Stories mit gefotoshoppten Bildern von Farid, anstatt zu sagen, nein, ich habe den nicht erpresst. Das spricht für mich eine eindeutige Sprache. Das ist das Ding. Ja, aber Farid hat auch sehr lange gewartet. Bruder, Farid hat aber auch dieses Thema jetzt erst aufgemacht, ne? Es ist ja jetzt nicht so, dass Bösemann sich noch nie in dieser Thematik geäußert hat und deswegen erstmal warten möchte. Er redet doch sowieso schon seit Monaten darüber. Wo bricht er sich denn da einen Zacken aus der Krone zu sagen, nein, ich habe den nicht erpresst? Das ist für mich der entscheidende Schlüssel hier gewesen. Wie gesagt, wir gucken, wie das Ganze weitergeht, aber
Ich werde ja nicht auf jede Story und sonst was reagieren. Okay? Im Endeffekt ist deine Entscheidung, die muss man respektieren. Ja, ihr müsst mir ja hier nicht nach dem Mund reden. Wenn ihr denkt, Farid ist der Schuld überführt hier, ist das vollkommen in Ordnung. Wenn ihr denkt, Farid ist ein Unschuldslamm und hat noch nie irgendetwas Böses gemacht, ist das auch in Ordnung. Wenn ihr denkt, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte, ist das auch in Ordnung. Wenn ihr meiner Meinung seid, ist das auch in Ordnung. Wir sind ja hier, um zu diskutieren und ihr seid ja an meiner Meinung interessiert. Ich versuche euch ja auch hier an meinen Gedankengängen teilhaben zu lassen. Okay? Guck mal, das Ding ist halt auch, vorher gab es ganz, ganz viel Aussage gegen eine Partei, die hat sich nicht geäußert. Jetzt gibt es die Aussage dieser Partei. Somit steht Aussage gegen Aussage. Und bei Aussage gegen Aussage bin ich nicht der Meinung, dass man direkt hier den Schuldspruch in allen Belängen machen sollte, final und letztendlich. Das ist, so funktioniert das nicht. Weder im Real Life, noch im Internet, noch in der Deutschrap-Szene, noch in einem Rechtsstaat sollte so etwas so funktionieren. Dann hätte man auch hier das Hotel in Leipzig, wo Gil Ofarim rausgeschmissen wurde angeblich, oder Samra, hätte man auch gleich alle wegcanceln können. Ist das, was ich meine? Ghost Gamora, danke für den Prime. DK, danke für den Prime. Einfach, wir gucken uns das einfach weiter an und mal schauen.